Schon wieder Kesselwagen bei Franconian and Western, dieses Mal aber weise von GATX. Dranbleiben. Kesselwagen sind auf der modernen Bahn ein alltägliches Bild und so überrascht es nicht, dass ich einige davon mittlerweile mein eigen nenne. Die neuesten im Betriebswerk sind die Rocco-Wagen aus dem Set 67136. Nicht überrascht sein, die sind tatsächlich weiß und nicht, wie auf vielen Bildern zu sehen, grau. Die Wagen stehen im Dienste der GATX oder GATX, der General American Transportation Corporation. Im konkreten Fall für die GATX Rail Austria GmbH und sie transportieren ganz normales Benzin. Die Wagen kommen wie für Kesselwagen üblich ohne jegliche Zurüstteile und so unglaublich es klingen mag, auch Zurüstteile-Weltmeister Rocco hat das geschafft. Auch bei den Rocco-Modellen handelt es sich um Wagen der Bauart ZANS, allerdings eine andere Bauart als die Trixwagen, die ich letzte Woche vorgestellt habe. So verfügen diese beispielsweise über eine kleine Plattform in der Mitte und Aufstiege an der Längsseite des Wagens. Neben dem großen GATX-Logo ist ein Wagen darüber hinaus noch mit einem Lotus-Logo bedruckt. Alle Drucke sind sauber ausgeführt und auch unter der Lupe perfekt lesbar. Die vielleicht beste Nachricht ist der Preis. Bei 32 Euro Liste pro Wagen kann man echt nicht meckern. Allerdings sollte man sich beeilen. Auch über diesen Wagen schwebt leider das Damoklesschwert, Einmalauflage.